Im Jedi-Orden gab es viele außergewöhnliche und verrückte Kreaturen, wie zum Beispiel Beldorion, den Hutten-Jedi. In diesem Video bringe ich euch allerdings die Geschichte von Ikrit, dem einzigen Katzen-Jedi, näher. Ikrit wurde 495 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Kushiba geboren. Wie alle anderen Kushibaner arbeitete auch Ikrit dort als Farmer und Weber. Eines Tages besuchte Meister Yoda diesen Planeten und verkündete dem Volk, dass er einen neuen Padawan suche. Da Ikrit sowieso kein Talent fürs Weben hatte und auch kein Farmer sein wollte, begleitete er Yoda zum Jedi-Tempel und wurde zu seinem Padawan, nachdem Yoda feststellte, dass Ikrit machtsensitiv war. Ein Jahr nach dem Antritt seiner Ausbildung kehrte Ikrit nach Kushiba zurück, um seine Freunde und Verwandten zu besuchen. Als diese ihm berichteten, dass sie von den Xynkras andauernd angegriffen werden, machte sich Ikrit auf den Weg zu ihnen und tötete sie alle. Zurück im Jedi-Tempel berichtete Ikrit Yoda von seiner Lust zum Töten und vergrub sein Lichtschwert, nachdem er versuchte, seinen besten Freund zu töten. Im Jahre 378 vor der Schlacht von Yavin begab sich Ikrit nach Yavin 4, wo er den Palace of the Wulamander und mit ihm den Golden Globe sowie die dort gefangenen Seelen vieler Massa-Sea-Kinder sah. Ihm war allerdings klar, dass diese Seelen nur von einigen machtsensitiven Kindern gerettet werden konnten, weswegen Ikrit in einen Schlaf fiel, welcher über mehrere Jahrhunderte andauerte. So verpasste er unter anderem die Klonkriege, die Order 66 und auch den Galaktischen Bürgerkrieg. Als Anakin Solo und Tahiri Vailor in einem Traum von Ikrit landeten, gelang es ihnen, den Fluch von Exar Kun zu brechen und somit die Massa-Sei-Kinder sowie Ikrit zu befreien. Als Ikrit im Zimmer von Anakin auftauchte, erklärte er ihm, wer er wirklich war und sagte ihm, dass er ab sofort sein Meister sein wird. Wenig später bemerkten sie, dass sie den Fluch von Exar Kun gar nicht gebrochen haben, sondern nur Ikrit befreit haben. Also versuchten sie in den kommenden Jahren gemeinsam diesen Fluch zu brechen. Als ihnen dies gelang, plagten Anakin Albträume, in denen er zum Sith wurde. Daraufhin beschloss er, gemeinsam mit Ikrit, Tahiri und Uldir nach Dagobah zu der Höhle des Bösen zu reisen, wie es auch einst sein Onkel Luke Skywalker tat. Nach dem Aufenthalt wusste Anakin endlich, wie er mit diesen Albträumen umgehen konnte. Danach erlebten sie gemeinsam noch viele weitere Abenteuer, wie zum Beispiel die Suche nach Obi-Wan Kenobis Lichtschwert. Ikrit starb schließlich bei dem Versuch, die Akademie von Luke Skywalker vor der Friedensbrigade zu verteidigen. Aber das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn ihr jetzt noch eine Trailer-Analyse zu dem neuesten Trailer von Star Wars Episode 9 sehen wollt, dann könnt ihr hier links klicken. Oder wenn ihr erfahren wollt, wie eine Gruppe von Jedi-Jünglingen die Order 66 überlebte, dann könnt ihr natürlich auch hier rechts klicken. Und in diesem Sinne sehen wir uns wie immer im nächsten Video.